Hallihallo, heute mal, ihr kennt dieses Bildchen vielleicht noch vom letzten Video, ein Hinweis auf WM-Control. WM-Control könnt ihr installieren mit sudo apt-get install wmctrl sudo apt-get install WM-Control, wenn man sowieso nichts mehr erkennen kann, ein bisschen größer die ganze Geschichte. Sudo apt-get install wmcontrol. Wofür ist das Ding denn gut? Zeige ich euch. Zum Beispiel wmctrl. Ich brauchte das, um mal eine Window-ID rauszukriegen. Ihr nehmt mal minus plx, please. Ja? Und dann seht ihr nämlich, was hier alles gerade so läuft. So. Wir sehen hier die Window-ID zum Beispiel von diesem Made-Terminal. Dann sehen wir die Desktop-Nummer. Wenn da eine minus 1 steht, dann ist das ein sogenanntes Sticky-Desktop. Ja, was ist ein Sticky? Zum Beispiel das Made-Panel wäre ein Sticky oder die Aktualisierungsverwaltung. Alles, was dann halt keinen speziellen Desktop hat, sondern auf allen rumgeistert. Dann haben wir noch die Prozess-ID, die kann aber durchaus auch mehrfach vorkommen. Deshalb besser die Window-ID nehmen. Und dann haben wir die Klasse, ja, einmal so geschrieben und einmal in groß geschrieben. Die Klassen können auch durchaus unterschiedlich sein, getrennt durch Punkt von einem und demselben Ding. Dann, das ist der Client-PC, ne? Mein PC, der heißt hier Mate. Ne? Gut, und das Fenster hat den Titel Terminal. Außerdem läuft Xterm noch nebenbei. Und zeichnet mit Record My Desktop aus. Da bin ich im Ordner Record My Desktop. Wofür brauchen wir das? WM-Control. Ja, zum Beispiel, um ein Fenster zu raisen oder den Titel rauszukriegen. Den Titel rauszukriegen, zeigt gleich. Also hier habe ich gerade Record My Desktop. Jetzt ist das Fenster dahinter. Und wenn ich das jetzt natürlich nach vorne kriegen will, WMCTRL. So, was machen wir da? Wir wollen minus I, R. So, warum IR, nicht Infrarot? Nee. Minus I heißt, nimm die Window-ID zum Beispiel. Ne? Hier von Xterm müsste ich jetzt die nehmen. Kann ich mir mit mittlerem Mausklick da rein kopieren. Leerzeichen. So, und R heißt Raise. Ne? Also bring nach vorne, egal auf welchem Desktop das Ding ist. Selbst wenn es minimiert ist, hol es mir nach vorne. Ich drücke mal Enter und dem ist so. Ja, ich minimiere mal. Ihr seht, ich habe hier eigentlich kein Minimier-mich-Ding. Das wollte ich in meinem Programm, was da hinten läuft, aber auch haben, dass ich das wieder nach vorne holen kann. Und dann wird es, obwohl es minimiert war, wieder nach vorne geholt. Sehr schön. So, wie gesagt, das wollte ich dann hinterher in meinem Programm hier einbauen. Habe ich eingebaut in mein Lazarus-Programm. Habe mir so eine Menüleiste gebastelt. Was für eine Menüleiste? Gut. Menüleisten kennen wir zum Beispiel normalerweise so, Datei und so weiter. Ne? Ich wollte aber nichts mit Datei. Ich wollte nur so eine Leiste. Und habe anstelle von diesen Bearbeiten, Hilfe, habe ich da immer die, ja, die Window-Titel reingeschrieben. Das Schöne war, das sind separate Objekte. Genauso sind das hier oben separate Objekte, auf die ich klicken kann. Und beim On-Click-Ereignis wird halt so ein Raise, bring's nach vorne, gemacht. Damit ich überhaupt die ganzen Window-Titel hier oben in meine Menüleiste einfügen kann, brauchte ich die ganzen Namen und die ganzen IDs. Gut, habe ich also diese Ausgabe mir in mein Lazarus-Programm eingebaut. Und das habe ich dann pfiffigerweise gleich auf die Workspace 2 gepackt zum Vergleich. Dasselbe, ne? Dasselbe, was da oben steht, steht unten nochmal kleben. Das, was ihr normalerweise mit wmcontrol-plx aufgelistet wird, habe ich mir in mein Programm geholt. Ja? Hier habe ich mir eine schöne List-View eingefügt, so spaltenmäßig, sodass ich dann zum Beispiel die ganzen Fenstertitel auswerten könnte. Zum Beispiel, wenn das jetzt minimiert ist, kann ich hier auch in dieser, ja, in diesem Ding drauf rumklicken und dann bringt es mir das nach vorne.
das ständige Umschalten hier auf die Arbeitsfläche 2 war mir zu mühselig. Das wollte ich auch auf der und auf der Arbeitsfläche haben, dass das geht. Habe mir also dieses Menü umgefummelt, ne, dieses Hauptmenü, wo sonst Datei bearbeiten steht. Und habe gesagt, beim On-Click mach einem WM-Control-I-R und raise das Fenster, das entsprechend so aussieht. Quellcode zu dem Programm hänge ich euch an. Noch ein kleiner Hinweis, ne, ihr seht, bei euch werden hier noch einige Sachen mit minus 1 stehen, zum Beispiel Mate Panel oder die Aktualisierungsverwaltung oder Kaya hier unter Mate oder euer Dateimanager mit minus 1. Das sind Sticky Windows, also feste Fenster. Die haben keinen speziellen Desktop. Und wenn solche auftreten, habe ich die extra nochmal behandelt in meinem Programmelchen, wollte ich nur kurz mal erwähnt haben. Was habe ich noch gemacht? Ihr merkt, wenn ich hier auf meinen Hintergrund klicke, bleibt das Fenster vorn. Das ist normalerweise nicht so. Ne? Das kann mich jetzt nicht vom Programm aus machen, von meinem Lazarus-Programm aus. Da habe ich mit Compiz gezaubert. CCSM Compiz Config Settings Manager. Was habe ich da gemacht? Da habe ich etwas gefunden. Ich konnte einem ganz bestimmten Fenster mit Window Rules, hier in dem Fall Klasse Linux Desktop, Below Other Windows einstellen. Ja? Also Compiz als hier als Kompositor, quasi als Fenstermanager eingestellt. Dann die Klasse My Linux Desktop so eingestellt, dass die immer unter allen anderen Fenstern ist. Deshalb bleiben logischerweise die anderen Fenster oben. Ne? Und dann habe ich möglichst bei Compiz alles rausgenommen, was sonst nicht unbedingt nötig ist, damit Compiz mir nicht so viel CPU-Leistung wegnimmt. Compiz, wie habe ich es gestartet? Nicht in den Startprogrammen, nein. Ich habe, ihr seht, ich habe kein Mate-Panel. Ja, habe ich nicht. Habe ich rausgenommen und auch benutze ich mittlerweile nicht mehr Kaya, sondern Dolphin als Dateimanager. Das hat einen bestimmten Grund, weil die Dateimanager normalerweise den Desktop an sich reißen. Ne? Und wenn Kaya hier in dem Fall bei Ubuntu Mate Standard-Dateimanager war, dann hat das auch noch leicht den Desktop mitverwaltet. Also habe ich mir Dolphin installiert, damit das nicht so ist. Und die Mate-Panels habe ich rausgenommen. So, und zwar habe ich das mit dem dconf-editor gemacht, den findet ihr mit sudo apt-get install dconf-tools, ja, könnt ihr installieren und dann könnt ihr den dconf-editor benutzen. So, und hier unter Ubuntu Mate ist es so, wir haben hier unter org und dann Mate. Da haben wir den Desktop und darunter haben wir die Desktop Session und die Required Components, also die erforderlichen Komponenten für die Desktop Session. Schwieriges Wort, ne? War normalerweise Kaya, habe ich rausgenommen, nix Kaya. Ne? Also hatte ich schon mal nicht mehr die, ja, den Hintergrund von Kaya, also dem Dateimanager, was nichts anderes ist als der alte Nautilus. Und hier stand normalerweise Mate Panel, habe ich rausgenommen. Er erschien also kein Mate Panel. Und den Window Manager habe ich von Marco, ne, was im Prinzip nichts anderes war wie früher Metacity. Ne. Den habe ich ersetzt durch Compiz, meinen abgespeckten Compiz, der dann dafür sorgt, dass mein Lazarus-Fensterchen hier immer im Hintergrund bleibt. Ihr könnt das natürlich auch noch ändern, sodass auch die oberen Panels und unteren Panels nicht überdeckt werden, wenn ihr denn wollt. Den Quellcode zu meinem Lazarus-Programm in der neuen Version hänge ich an. Wenn ihr wollt, dass nur der Hintergrund im Hintergrund bleibt, dann macht ihr euch halt mehrere Formulare mit dem Lazarus und sagt, die unteren und die oberen, die sind immer stay on top. Und nur diese Window-Klasse, nämlich Hintergrund, die wird mit Compiz in den Hintergrund geschubst. Macht also drei Formulare statt eins. Ging auch, wie gesagt, und jetzt tu das. Wunderschön.
Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Ich spiele mal weiter mit rum. WM Control finde ich gut. Guter Ersatz für Find Window, was es in der Linux-Version von Lazarus nicht gibt, damit man Fenstertitel finden kann und die Fenster manipulieren kann. Und was damit nicht geht, das schafft halt Compass. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.